Ich bin Lord Trilly und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiß seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagte man in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagte man im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagte man in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keiner dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes, für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für meinen YouTube-Kanal. Ein Kanal, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu großen bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch Sie im Schweiße Ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Lord Trilly's YouTube-Kanal auch Ihr Kanal werden. Pah, hättet ihr wohl gern. Hey, irgendwas kommt da auf uns zu. Ja, Lord Trilly, rate mal, wer da kommt. Mein Bruder? Nein! Meine Freundin? Nein! Es ist ein 100. Abonnent, du Trottel! Oh, endlich ist er da. Okay, er kommt hoch. Oh ja, warte, da ist wer hinter mir. Oh mein Gott, nicht er schon wieder, nein. Wie gute Geschäftspartner regeln oder so, oder? Bitte tu mir doch nichts. Du kannst meine Hose haben. Oh, scheiße. Oh. Nein, bitte nicht. Oh, nein. Ein neuer Abonnent? Wie interessant! Super Soundeffekte mit dem Mund gemacht, oh mein Gott! Ich komme wieder. Nimmst du mal das Funkgerät? Na klar nimmst du es. Hallo, willkommen in Lord Trilly's YouTube-Kanal. Was möchtest du bestellen? Wir haben gerade frisches Fleisch reinbekommen. Natürlich nur von Österreichern. Lord Trilly sperrt alle seine Abonnenten in seinem Kanal ein, macht mit ihnen, was er will. Er versklavt, quält oder tötet sie, damit sie keinen außer ihnen abonnieren. Somit will er alle Let's Player neben ihnen ausrotten. Auch ich bin einer seiner Abonnenten. Wenn du mithilfst, schaffen wir es gemeinsam aus diesem gottverdammten Kanal. Wir können ihn deabonnieren. Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling! Er ist wunderschön. Am Ende dieses Tunnels. Was schaust du so? Mein Let's Play gefällt dir nicht, stimmt's? Ich hab's nicht nötig, mich von dir beurteilen zu lassen. Du kannst mich mal! Ihr beschissenen Downvoter! Ihr könnt mich alle mal! Hört ihr? Ihr alle! Woher bekommen wir Feuer? Hier gibt's noch. Du hast es also an Dr. Steinmann und Dr. Arzt vorbeigeschafft. Und nun bist du hier. Schön. Naja, dann sieh mal auf die Wand vor meinem Büro. Siehst du das? Das waren mal ganz normale Abonnenten. Sie haben meine Let's Plays geguckt, haben sie bewertet, haben sie kommentiert. Doch irgendwann haben sie einfach was Falsches geschrieben. Dann endeten sie an dieser Wand. Und genau das wird mit dir auch geschehen. Der 100. Abonnent hat meine Firewalls durchbrochen. Jetzt ist er hier gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen Let's Player von einem Abonnenten? Comments? Freunde? Nein. Der Let's Player hat die Wahl. Der Abonnent gehorcht. Du glaubst,
Du hast ein Real Life mit einer eigenen Wohnung, einer Familie, einem Platz zum Rauchen und einen Freund wie Ali. Und dann mein YouTube-Kanal. Gab es wirklich 100 Abonnenten? Hast du durch Zufall hergefunden oder hat dich jemand hier hergedrängt? Hast du mich absichtlich abonniert oder bist du nur zufällig auf den Abonnieren-Button gekommen? Vielleicht wurdest du auch nur fremdgesteuert und wurdest gezwungen, mich zu abonnieren? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Abonnent? Der Let's Player hat die Wahl. Der Abonnent gehorcht. Komm rein. Na klar, wäre es jetzt höflich, nochmal stehen zu bleiben. Na klar. Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? McClane musste Lord 3D töten. Er ist unser größter Feind. McClane musst du dich jetzt hinsetzen, um alles zu verstehen. Und McClane musst du auch wieder aufstehen. McClane versuchst du dann wegzurennen. Und McClane bringt dir das gar nichts. Der Let's Player hat die Wahl. Der Abonnent gehorcht. Deabonniere! Der Let's Player hat die Wahl. Der Abonnent gehorcht. Gehorche. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Es wird Zeit, das Special zu beenden. Es gibt keinen Ali. Es hat nie einen gegeben. Weißt du, mein Freund, in diesem Geschäft braucht man mehr als 100 Abonnenten. Ich war schon mal 4 Jahre lang ein Spongebobler. Du bist ein feiner User. Darum sollst du die Wahrheit erfahren. Mein Name ist... Frank Elstner. Was? Ja genau, Sie haben richtig gehört. Mein Name ist... Frank Elstner! Lord 3D würde doch nie seine Abonnenten so dreckig behandeln. Er liebt doch jeden einzelnen von ihnen und er ist froh über jeden Tag, an dem sie ihn weiterhin abonnieren. Und du hast auch nie Lord 3D umgebracht. Nein, das war nur ein blöder Statist mit dem Namen Ryan. Was ist denn da für ein Name? Ich meine, so einen Namen kann doch kein echter Mann haben, oder? Also herzlich willkommen bei Versteht sich. Wow, hey, wow, jetzt ist das Niveau aber schon zu tief, also wirklich. Ich meine, Bioshock so zu verschandeln, oh mein Gott, das tut mir leid, meine lieben Abonnenten, sorry. Mir tut es auch leid, dass ich nichts von Mario und Luigi oder so eingebaut habe, beziehungsweise einigen Abonnenten vielleicht jetzt etwas Angst gemacht habe oder so. Ist ja egal. Jedenfalls, das Niveau geht natürlich noch tiefer, das zeige ich euch beim 200 Abonnenten-Special, so wie es ausschaut. Kommt das eh bald irgendwann, wenn ihr weiterhin fleißig abonniert. Jedenfalls, vielen Dank dafür, fürs Abonnieren. Mein 100. Abonnent war, glaube ich, Not Read the Quest oder so. Jedenfalls, bei dem möchte ich mich herzlich bedanken. Nicht allein, weil er der 100. Abonnent war, sondern auch, weil er extra mal ein Video für mich gemacht hat, wo ich sehe... dass manche Leute mich echt gern mögen und so und mich witzig finden und das gefällt mir einfach. Naja, wem soll ich noch danken? Der Muffin Pokémon vielleicht, der hilft mir, hat mir schon ein paar Mal bei Mario und Luigi geholfen. Dann The Shy ist einer meiner
Lieblingskommentatoren, weil der, glaube ich, irgendwie am aktivsten schreibt und so, ziemlich aktiv und so. Natürlich danke ich auch allen anderen Abonnenten. Sorry, falls ich euch irgendwie vergessen habe und ihr was Besonderes gemacht habt oder so. Ich bedanke mich beim nächsten Mal bei euch. Aber vor allem will ich mich bei Alligator1024 bedanken. Er hat mir Soundfiles geschickt, trotz Erkältung, und das ist wirklich eine Leistung. Naja, vielleicht mache ich wieder mal ein Let's Play Together mit ihm. Keine Ahnung, irgendwas werden wir irgendwann machen oder so. Naja, vielen Dank für die 100 Abonnenten, und das 100 Abo Special ist jetzt endlich auf YouTube. Bis zum 200 Abonnenten Special. Tschüss.